Hallo Leute, hier ist euer Daniel, euer Herzensfolger von Folge deinem Herz. Ich habe mir heute als Aufgabe genommen, dass ich trotzdem nach dem Auftritt, wir haben jetzt echt schon spät, 2 Uhr morgens, nach dem Auftritt hier in Kitzbühel, werde ich trotzdem ein Video drehen. Und zwar zum Thema Mindsets. Was sind Mindsets? Und ich gebe euch 3 Beispiele mit, warum es so wichtig ist, ein gutes Mindset zu haben. Viel Spaß und dranbleiben! So, ihr Lieben, da seid ihr. Was ist ein Mindset? Ein Mindset ist die Art und Weise, wie man denkt und die Einstellung, wie man an Sachen herangeht. Also an Dinge, mit welcher Einstellung man die Sachen betrachtet. Okay? Ich gebe euch dafür 3 Beispiele. Erstes Beispiel. Wenn ihr als Mindset es so einprogrammiert habt, dass Probleme einfach Herausforderungen sind, denen ihr persönlich wächst, ja? Wächst natürlich, nicht wächst, oder doch wächst oder wächst, wie auch immer, dann seht ihr jedes Problem in Zukunft als Challenge, dass ihr persönlich größer werdet. Ja, also dass ihr sozusagen, wie ich schon mal gerne gesagt habe, wenn ihr eine Skala von 1 bis 10 habt, hier so, dann gibt es ein Problem, was größer ist als eure Persönlichkeit. Wenn ihr dieses schafft, wächst ihr und dementsprechend wächst ihr in dieser Tabelle. Also ist alles eine Challenge. Zweites Mindset. Wenn du weißt, dass deine Gedanken dafür verantwortlich sind, dass du dich gerade schlecht fühlst, kannst du dieses schlechte Gefühl ziemlich schnell ändern. Weil du weißt, du bist alleine dafür verantwortlich, dass du dich gerade so fühlst. Niemand anders. Auch wenn jemand anders dir was Schlechtes tut oder wie auch immer, du hast in diesem Moment die falsche Herangehensweise und Einstellung, Mindset, um damit umgehen zu können. Also, wenn du weißt, dass nur du mit deinen Gedanken, die du dazu erzeugst, dich schlecht fühlst, weißt du, dass du einfach die Gedanken ändern musst, um sozusagen wieder schneller positiv zu denken. Dazu ein kurzer kleiner Tipp, der immer gut funktioniert, und zwar, wenn ihr zum Beispiel euer Handy nimmt und es zwischen euch und anderen Personen stellen würdet, stellt es euch bildlich vor, und ihr fragt die andere Person jetzt, in dem Fall euch, was seht ihr? Ihr sagt mir einen Apfel. Jetzt fragt ihr mich, was ich sehe. Ich sage euch, hey, ich sehe einen schwarzen Bildschirm. Also, wir beide haben recht, aber jeder aus seiner eigenen Perspektive. Also respektiert die Perspektive, falls es in diesem Moment sozusagen die Problematik war, dass jemand euch ein schlechtes Gefühl vermittelt hat. Wisst ihr, hey, aus seiner Sicht hat er es nicht so gemeint, aber mir persönlich tut es aus meiner Sicht weh. Aber es ist okay, weil deine Sicht ist eine andere und der hat recht. Und ich habe aus meiner Sicht recht. Also respektiere die Meinung eines jeden, aber du musst sie nicht teilen. Und das ist auch ein Mindset, was zum Mindset 2 zusammenpasst. Mindset 3, also du brauchst sowieso viele mehr, die wirst du durch Bücher und etc. viel mehr lernen, ne? Also immer mehr Einstellung bekommen. Aber das dritte, was ich sehr gerne benutze, ist, wenn du dein Leben als Museum siehst, sozusagen als Lebensmuseum, in dem alle Dinge, die du gemacht hast, sozusagen dein Leben darstellen und widerspiegeln, dann ist es so, dass jeder Tag ein Museumstag ist. Also fragst du dich morgens vielleicht, wenn du aufstehst oder wenn du in eine Situation kommst, du sagst, ja, nein, also wenn du in Entscheidungssituationen kommst, genau, fragst du dich die Frage, ist heute ein schöner Museumstag? Was ist damit gemeint? Das Mindset sagt dir, hey, alles, was ich heute entscheide, was ich mache, was ich tue, wird als Inneneinrichtung in mein Lebensmuseum eingepackt und sozusagen stellt mein Lebensmuseum dar am Ende meines Lebens, an deines Lebens. Das heißt, mit dieser Einstellung könnt ihr einfacher, schneller Entscheidungen treffen und natürlich viel bewusster den Tag leben, weil ihr wisst, hey, das ist ein Teil meines Lebensmuseums. Werde ich reflektieren am Ende, das werden meine Angehörigen, Kinder, Verwandten, was auch immer, von mir mitkriegen und sehen, was ich gemacht habe. Also, will ich das wirklich machen? Das ist mein drittes Mindset. Also, erstes Mindset, wenn du Probleme als Herausforderungen siehst, wächst du an ihnen und Probleme sind nur noch Challenges. Zweites Mindset, wenn du weißt, dass nur deine Gedanken für deine Gefühle verantwortlich sind, kannst du schlechte Gefühle schnell umwandeln in wieder gute Gefühle.
Drittes Mindset, wenn du dein Leben als Lebensmuseum siehst und deinen Tag als Museumstag, kannst du viel einfacher Entscheidungen treffen und viel bewusster den Tag leben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen da, lasst mir einen Kommentar da, wenn ihr eine Frage habt oder wenn ihr ein anderes Mindset habt, was Interessantes zu haben, zu wissen und weiterzugeben. Und natürlich abonniert hier meinen Kanal, das würde mich sehr freuen, um weiter euch helfen zu können und euren Freunden, eurem Umfeld weiterhelfen zu können. Also, ich verbleibe mit guten Mindset-Tipps und wünsche euch noch eine gute Nacht, guten Tag, guten Morgen, wie auch immer, wann ihr dieses Video seht. Euer Daniel von Folge deinem Herz, euer Herzensfolger. Macht's gut. Ciao.